Alles besteht aus Atomen. Dieses Wissen ist rund 100 Jahre alt, doch heute wissen wir weit mehr als das, denn die vermeintlich kleinsten Teilchen der Materie sind in Wahrheit so etwas wie winzige Universen. Wäre es also möglich, dass wir selbst und unser Universum in Wahrheit nur ein winziges Teilchen in einer viel größeren Welt sind? Dieser Frage und weiteren spannenden Details rund um Atome und den Bauplan unseres Universums gehen wir in diesem Video nach. Alle Dinge bestehen aus Atomen. 1808 entdeckte der britische Forscher John Dalton erstmals die Atome. Er und sein Kollege Joseph Louis Proust beschäftigten sich mit der Frage, wieso sich chemische Elemente nur in bestimmten ganzzahligen Verhältnissen zu Molekülen verbinden. Die einzig logische Erklärung war, dass die Elemente aus nicht mehr teilbaren, kleinsten Einheiten bestehen. Diese Idee war eigentlich gar nicht so neu, sondern wurde bereits in der Antike von den sogenannten Atomisten verkündet. Diese Gelehrtenschule, die etwa zeitgleich mit großen Denkern wie Sokrates und Platon im alten Griechenland wirkte, hatte bereits im 5. Jahrhundert vor Christus die Idee, dass die gesamte Schöpfung aus unteilbaren Teilchen aufgebaut ist. Diese Teilchen nannten sie Atomos, was ganz einfach unteilbar bedeutet. Woher die antiken Griechen dieses Wissen hatten, erstaunt bis heute die Wissenschaft, denn in der Antike gab es keine Vergrößerungstechniken und auch keine Computer. Übrigens kann man auch heute Atome nur sehr schwer sichtbar machen. Es gibt einige Methoden, durch die stets nur der äußere Bereich des Atoms, also die Elektronenhülle, dargestellt werden kann. Der Rest des Wissens basiert auf Berechnungen und Beobachtungen im Experiment. Pionier auf dem Gebiet der modernen Atomforschung war Ernest Rutherford. Im Jahr 1907 beschoss der Professor der Universität Manchester zusammen mit seinem Kollegen Hans Geiger eine dünne Metallplatte mit radioaktiven Alpha-Teilchen. Die meisten Alpha-Teilchen gingen direkt durch das Metallblech, einige wenige wurden in ihrer Flugbahn leicht abgelenkt und gelegentlich wurde eines der Teilchen von einem Objekt direkt zurückgeworfen. Die Ablenkung sowie die Rückwerfung musste durch Atome zustande kommen. Anhand der Beobachtungen konnte Rutherford zusätzlich schlussfolgern, dass Atome aus einem winzigen, dichten Kern bestehen, mit dem die Alpha-Teilchen im Experiment zusammenstießen und dieser Kern von einem weitestgehend leeren Raum umgeben ist. In diesem Raum vermutete Rutherford völlig richtig die negativ geladenen Elektronen. Im Grund wurde das Atom also durch den Beschuss mit einem Strahl winziger Teilchen sichtbar. Diese Art und Weise, Atomstrukturen sichtbar zu machen, wird heute noch genutzt. Nur haben Forscher des 21. Jahrhunderts dafür gigantische Teilchenbeschleuniger und ultrafeine Messsensoren zur Verfügung. Anhand dieser Beobachtungen Rutherfords und Geigers offenbarte sich bereits vor 100 Jahren die subatomare Welt, die Welt der Teilchen im Teilchen. Der große US-amerikanische Physiker Richard Feynman verkündete zu Beginn des Atomzeitalters, Zitat Anfang, alle Dinge bestehen aus Atomen, aus kleinen Teilchen, die sich in ständiger Bewegung befinden und sich gegenseitig anziehen, wenn sie ein wenig voneinander entfernt sind, sich aber abstoßen, wenn sie ineinander gepresst werden. Zitat Ende. Und diese Atome bestehen, wie wir heute wissen, aus Elektronen, Protonen, Neutronen und noch viel kleineren Teilchen, den sogenannten Quarks. Die kleinste Einheit im subatomaren Bereich ist noch nicht gefunden worden. Forscher nennen dieses Teilchen gelegentlich das Gottesteilchen. Wer es findet, soll in diesem Teilchen den Bauplan der Schöpfung erkennen können. Doch bevor wir uns das noch näher anschauen, wenden wir uns einem ganz anderen Thema zu. Ist das Atom ein Kosmos für sich? Im Inneren des Atoms tummeln sich Protonen und Neutronen, die von Elektronen umkreist werden, ganz so wie Planeten, Sterne und Sternensysteme galaktische Zentren umkreisen. Forscher möchten sogar entdeckt haben, dass die Rotationsgeschwindigkeit und die Umlaufbahnen von Teilchen innerhalb der Atome bestimmter Elemente exakt den Bahnen der Planeten in unserem Sternensystem ähneln. Hier kommt ein weiterer interessanter Zusammenhang mit alten Mysterien und Denkerschulen zustande. Noch vor den antiken Griechen und den Atomisten hat ein geheimnisvoller Wissenschaftler des Altertums ganz spezielle Gesetze des Bauplans der Schöpfung veröffentlicht. Sein Name war Hermes Trismegistos und die von ihm formulierten Gesetzmäßigkeiten sind als die hermetischen Gesetze bekannt.
Eine der bekanntesten Aussagen dieser Gesetzmäßigkeiten lautet, Zitat, wie oben, so unten, wie innen, so außen, Zitat Ende. Dieses Gesetz aus dem hermetischen Prinzip der Resonanz besagt nichts anderes, als dass der Kosmos der großen Teile, wie Sterne und Planeten, dem Mikrokosmos der kleinsten Teilchen entsprechen müsste. Spinnen wir das Gesetz des Hermes Trismegistos weiter, würden die hermetischen Gesetze die Theorie untermauern, dass unsere Welt der Teil einer noch größeren, übergeordneten Welt ist oder sein kann. Hermes Trismegistos Wissen ist heute keine anerkannte Lehre. Allerdings gibt es erstaunliche Parallelen zu modernen Erkenntnissen der Quanten- und Schwingungslehre. Was modernen Forschern heute bewusst wird, scheint dieser Mann, dessen genaue Lebenszeit nicht überliefert ist, schon vor weit mehr als 2000 Jahren gewusst zu haben. Dabei hatte Hermes Trismegistos sicher keine Computer und sicher keine Teilchenbeschleuniger. Die Welt-in-Welt-Theorie. Die Idee der Mikrowelten in den Makrowelten wurde auch von Hollywood schon mehrfach aufgegriffen. Im Kino-Hit Man in Black 1 trägt Carter Orion eine ganze Galaxie als Anhänger an seinem Halsband und am Ende des Films erkennen die Zuschauer, dass der Kosmos der Agenten Kay und Jay in der Murmel eines Außerirdischen steckt. Diese Idee greift die Theorie des Taschenuniversums gleich noch mit auf, wonach parallel existierende Welten nicht wie bei einer Mamuschka linear ineinander verschachtelt, sondern entlang bisher unbekannter, nonlinearer Strukturen angeordnet sind. Doch kommen wir zurück in die Welt der Wissenschaft. Wir halten noch einmal fest, dass der Aufbau der kleinsten Teilchen in Atomen dem Aufbau des Universums ähnelt. Ein Atomkern, der von Elektronen umkreist wird, bildet mit anderen Atomen einen Molekülverband, der wiederum diverse Formen der Materie hervorbringt. Wäre die Natur des Atoms dieselbe wie die des Universums, müsste das Universum eine Grenze haben. Wir kennen bisher zwar die Hülle des Atoms, wissen aber nicht, ob das Universum unendlich oder begrenzt ist. Heute weiß man, dass auch Elektronen, Neutronen und Protonen nicht die kleinsten Teilchen sind. Sie werden von Quanten gebildet, die nichts anderes als reines Licht sind. Doch auch das Quant ist nicht wirklich das kleinste Teilchen. Vielmehr sind Quanten nur zur Hälfte Teilchen. Im Versuch stellte sich heraus, dass Quanten zwischen der Teilchenform und dem Dasein als unbestimmte Welle im Raum wählen können, beziehungsweise dass äußere Einflüsse darüber entscheiden, ob ein Quant eine feste Form annimmt oder eine undefinierte Welle bildet. Die Rolle der dunklen Materie. Bisher schauen Forscher noch überwiegend auf die sichtbaren Erscheinungen im All, wobei die Quanten die Wissenschaft bereits an die Grenzen von Sein und Nichtsein bringen. Quanten werden zu Wellen, wenn sie nicht bestimmt oder gemessen werden. Wenn du dich mit der Quantenphysik beschäftigt hast oder regelmäßig unsere Videos siehst, kennst du bestimmt die Gedankenmodelle, wonach der Mond verschwinden würde, wenn keiner mehr hinsieht. So jedenfalls gestaltet sich die Welt im Kosmos der kleinsten Teilchen. Quanten tauchen scheinbar aus dem Nichts auf und nehmen dann Gestalt an oder verschwinden wieder. Dieses Phänomen kennen Wissenschaftler als Quanten- oder Vakuumfluktuation. Die Wissenschaft nähert sich sowohl auf der subatomaren Ebene als auch im Universum langsam dem Nichts oder dem Vakuum, aus dem die Quanten hervorgehen. Dieses Nichts oder auch das Nullpunktfeld, die dunkle Materie oder die Matrix des Universums, bildet die große Unbekannte. Forscher versuchen dem Geheimnis dieses Nichts, das vermutlich der Urgrund aller Schöpfung ist, unter anderem durch das Studium des Atoms auf die Schliche zu kommen. Die Kraft, die ein Atom zusammenhält. Bisher ging die Wissenschaft davon aus, dass Atome durch die Ladungsverteilung sowie die Relationen zwischen Neutronen, Elektronen und Protonen zusammengehalten werden. Das wäre in etwa so, als würde das Universum durch die Bewegung von Sternen und Galaxien zusammengehalten werden, doch das stimmt so sehr wahrscheinlich nicht. Die Beziehungen der Körper im All untereinander spielen eine gewisse Rolle bei der Stabilität. Unter den sichtbaren Erscheinungen liegen kosmische Netze, an denen materielle Erscheinungen wie aufgehängt sind. Diese Netze sind nicht statisch, sondern dynamisch. Die Netze sind Teil des Vakuums oder des Nichts, was zeigt, dass dieses Nichts nicht leer oder wirklich nichts ist. An bestimmten Stellen, wie beispielsweise schwarzen Löchern, ist das Nichts so stark verdichtet, dass es enorme gravitative Kräfte freisetzt. Folglich muss es sich dabei um eine Art der Materie handeln und auch diese kann als eine Art Kitt im Atom sowie im Universum wirken.
Vermutlich liegt in der dunklen Matrix das eigentliche Geheimnis des Bauplans des Universums und der Atome verborgen. Derzeitigen Annahmen zufolge ist der Baustein hinter den Lichtquanten reine Information, die auf bisher unbekannte Weise in der Dunkelheit erzeugt, gespeichert und geleitet wird. Licht erscheint aus dieser Dunkelheit wie Pilze aus der Erde. Beim Pilz ist das eigentliche Lebewesen das Geflecht, das unter der Erde lebt und nicht der über der Erde sichtbare Pilz. Übertragen auf das All oder das Atom könnte man folglich sagen, dass die eigentliche Form in der Dunkelheit oder im Nichts besteht. Sie zeigt sich temporär in der Welt der materiellen Erscheinungen, verändert sich dort und zieht sich irgendwann wieder in dieses Nichts zurück. Dieses Modell lässt sich auf die Quanten- und Vakuumfluktuation genauso übertragen wie auf die Lebensspanne eines Menschen oder eines Sterns. Auch du und ich bestehen auf Teilchenebene aus einer unzähligen Anzahl an Atomen, kleinsten Lichtteilchen und Information. Kann unser All also ein Atom sein oder nicht? Sicher ist unser All kein Atom, sondern besteht aus Atomen. Weder das All noch das Atom sind auf der Teilchenebene unteilbare Objekte. Der Aufbau und die Grundstruktur von Universum und Atom ähneln sich aber. Beide teilen sich zudem einen gemeinsamen Urgrund. Wie könnte es auch anders sein? Denn das All ist ja aus Atomen aufgebaut. Ob Ideen bezüglich des Kosmos im Kosmos wahr sind oder nicht, können wir heute unmöglich mit Sicherheit bestätigen und genauso wenig ausschließen. Jedes Photon, das unsere Teleskope erreicht, hat eine epische Reise durch Raum und Zeit hinter sich. Dank hochsensibler Messgeräte wie dem James-Webb-Weltraumteleskop sehen wir jetzt endlich das wahre Ausmaß des Universums. Und die Wissenschaftler sind schockiert. Was wir in den Tiefen des Alls zu sehen bekommen, ist immer rätselhafter. Gewaltige Strukturen und unzählige Objekte wie Galaxien, Sterne und leuchtende kosmische Nebel erzählen uns eine Geschichte, die wir immer noch nicht vollständig verstanden haben. Wir blicken in diesen Tagen so weit ins All hinein wie niemals zuvor, doch was wir sehen, ist nicht das, was wir erwartet haben. Statt Antworten finden wir Dutzende neue Fragen. Statt einer Grenze finden wir nicht enden wollende Räume der Schöpfung. Und es bleibt die Frage, wieso existiert dieses Universum wirklich? Wie groß ist es und was ist unsere Rolle darin? Zitat Stephen Hawking: Das Universum brauchte keine Hilfe Gottes, um zu existieren. Zitat Ende. Existiert das alles, weil ein Gott es erschaffen hat? Möglicherweise hat er es nur für uns erschaffen, dass wir uns an all dieser Pracht erfreuen und sie erforschen können? Der geniale Physiker Stephen Hawking war der Meinung, dass es keinen Gott braucht, um all das zu ermöglichen. Für ihn war das Universum ein Faszinosum, das sich selbst erschafft und selbst erhält. Ob es von einer Intelligenz durchwaltet wird, die sich jenseits unserer Vorstellungskraft bewegt, ließ er allerdings offen. Das Universum ist so schön und reich, so unglaublich und exakt. Es kann unmöglich einem Zufall entsprungen sein. Bisher dachten Forscher, wir könnten uns diesem Thema mit mathematischen Formeln und Berechnungen nähern und alles bis ins kleinste Detail beschreiben. Doch dieses Universum sprengt unsere Wissenschaft immer wieder. Es schockiert uns und es bringt uns an den Rand dessen, was wir mit unserem Verstand und unseren Gedanken erfassen können. Vor Jahrhunderten standen die Menschen vor einem Kollaps ihrer alten Weltsicht und ihrer geistigen Vorstellungen von der Welt. Sie mussten erkennen, dass die Erde rund ist, ein Ball, der in einem Kosmos schwebt. Heute ist es wieder so. Wir müssen erkennen, dass wir die Grenzen dessen, in dem wir leben, möglicherweise niemals erforschen können. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, wann das Universum erschaffen wurde oder wieso. Wir können nur beobachten, staunen und versuchen zu verstehen, was wir sehen. Die unglaubliche Reise des Lichts. Wusstet ihr, dass das Licht die Geschichte dieses Kosmos erzählt? Nur durch das Licht sehen wir überhaupt etwas, können es erfahren, vermessen und versuchen, daraus etwas zu lernen. Licht durchquert den Kosmos am schnellsten und am konstantesten. Auf die Beobachtungsspiegel unserer Teleskope trifft heute Licht, das in einer Ära auf die Reise ging, als die Erde noch nicht einmal existierte.
Photonen sind eine Art kosmisches Postsystem und diese Lichtteilchen liefern uns nicht nur Bilder, sondern auch Informationen über die Zusammensetzung, Bewegung und Entwicklung ferner Sterne und Galaxien. Lasst uns das Universum als einen riesigen Ozean betrachten, in dem jeder Lichtstrahl, der bei uns ankommt, ein Bote aus einer anderen Zeit ist. Licht, das uns von den fernsten Sternen und Galaxien erreicht, ist mehr als 13 Milliarden Jahre über unvorstellbar weite Distanzen gereist. Dieses Licht ging auf die Reise, als keiner von uns existierte, und die Sterne, die es aussandten, existieren längst nicht mehr. Weil Licht so lange durch Raum und Zeit reisen kann, ohne sich dabei wesentlich zu verändern, können wir heute in Regionen und Zeiten schauen, die uns die Geschichte der Vergangenheit des Universums erzählen. Wir sehen in einem Radius von ungefähr 46 Milliarden Lichtjahren auf allen Seiten, wodurch wir einen kosmischen Globus von etwa 92 Milliarden Lichtjahren Gesamtdurchmesser überblicken. Doch noch niemals haben wir dabei auch nur annähernd eine Grenze entdeckt. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir möglicherweise bisher nur einen kleinen Teil von all dem sehen, was wirklich da draußen ist. Dabei überblicken wir jetzt schon Räume, die für unsere Gehirne kaum vorstellbar sind, und der Raum dort draußen verhält sich immer unberechenbarer. Die Ausdehnung des Universums ist vergleichbar mit der kontinuierlichen Bewegung der Meereswellen. Ständig entdecken wir neue und überraschende Phänomene, die unsere Vorstellungskraft herausfordern und unser Verständnis von der Natur des Kosmos erweitern. Dabei breiten sich die Wellen in alle Richtungen aus. Verfolgen wir die eine Welle, verlassen wir den Raum der anderen. Und doch versuchen wir mit unseren bescheidenen Mitteln, die Zusammenhänge zwischen diesen Wellen und Phänomenen zu finden. Durch das Auseinanderdriften von Galaxien dehnt sich der sowieso schon schwer überschaubare Raum auch immer weiter aus. Mit dem neuen James-Webb-Weltraumteleskop überblicken wir jetzt einen so weiten und tiefen Raum wie niemals zuvor. Die Linse des Teleskops ähnelt einem Navigationssystem, mit dem wir uns den Weg durch möglicherweise unendliche Gewässer des kosmischen Ozeans bahnen wollen. Stellt euch vor, wir schauen mit einem Unterwasserfernrohr irgendwo an der Küste des Pazifiks oder Atlantiks ins Meer. Wir sehen möglicherweise Riffe, Felsen, offenes Wasser, darin einige Inseln. Doch wie weit können wir mit irgendeiner von Menschen gemachten Technik in einem möglicherweise unendlichen Ozean wirklich schauen? Wir können an einem Punkt vielleicht die Wunder dieses Ozeans beschreiben, doch alle Meere dieser Welt auf einmal zu durchdringen, ist fast ebenso unmöglich wie den Weltraum vollständig zu erforschen. Wir wissen von der Größe unserer Welt und den Meeren sowie deren wirklicher Ausdehnung nur, weil wir irgendwann begonnen haben, die Welt zu bereisen und sie mit eigenen Augen zu sehen. Seit Kolumbus wissen wir von neuen Welten, von neuen Kontinenten, Seewegen und der Form unserer Welt. Wenn wir eines Tages den Kosmos bereisen und ihn mit eigenen Augen sehen, werden wir besser wissen, was da draußen wirklich ist, wie groß es ist, ob da andere Lebewesen sind und wie die wahre Natur unseres Universums ist. Bis dahin können wir aber nur raten und versuchen, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln. Die unerwartete Wendung. Es schien alles stimmig, zumindest für eine Weile. Wir hatten ein etabliertes Konzept des Universums, das mit dem Urknall seinen Anfang nahm, gefolgt von einer Phase der Inflation, einer rasanten Expansion. Es bildeten sich die ersten Materieansammlungen und Kräfte wirkten, die wir heute zwar naturwissenschaftlich beschreiben können, deren wahre Gewalt und Macht uns jedoch immer noch schwer durchschaubar erscheint. Stellt euch vor, Sterne entstehen in Staubscheiben. Ein glühend heißer Feuerball, der ein Sternensystem über Milliarden Jahre mit Licht und Wärme versorgt, entsteht aus nichts anderem als feinem Staub und etwas Gas. Gewaltige Kräfte bewirken Rotationen, die so intensiv sind, dass der Staub sich verdichtet und immer heißer wird. Irgendwann bildet sich im Zentrum einer solchen Staubscheibe ein Stern, in dem Fusionsprozesse ablaufen, die Tausende unserer irdischen Atomkraftwerke bei weitem übersteigen. Das Universum beherbergt unzählige solcher Sterne und ständig werden neue geboren, während alte Sterne vergehen und als Supernovae ihre Bestandteile ins Universum schleudern, aus denen dann neue Sterne entstehen können.
Billionen von Galaxien vollführen einen endlos erscheinenden kosmischen Tanz. Einige davon finden sich zu Haufen zusammen, die wir kaum mit dem Verstand erfassen können. Und diese Haufen bilden wiederum noch größere Ansammlungen. Doch damit haben wir wahrscheinlich noch nicht einmal die größten Strukturen im Kosmos erreicht. Dank immer besserer Technologien erlangen wir eine zunehmend verfeinerte Sicht auf das Universum. Wir sehen immer mehr, stehen aber gleichzeitig vor immer mehr Fragen. Noch wissen wir nicht, wer oder was all dies erschaffen hat oder wie diese Symphonie aus Chaos und Schönheit zusammengehalten und koordiniert wird. Unsere Berechnungen basieren auf Konzepten wie dunkler Materie und dunkler Energie und in Teilchenbeschleunigern, wie dem LHC in Genf, versuchen wir den Baustein der Materie auf die Spur zu kommen. Irgendwo müssen die Antworten darauf zu finden sein, was all das ist, woher es kommt und wie es funktioniert. Das James-Webb-Weltraumteleskop sollte ein Meilenstein in der Erforschung des Universums sein. Forscher erhofften sich Einblicke in die Ära kurz nach dem dunklen Zeitalter. Sie hofften auf Bestätigung ihrer Theorien und das Aufdecken neuer Phänomene. Doch das, was sie bisher zu sehen bekamen, sind Fakten, die so ganz anders sind als erwartet. Möglicherweise stehen wir jetzt an einem Punkt, ähnlich wie Kolumbus oder Galileo Galilei. Diese Pioniere der Naturwissenschaft, der Forschung und des Abenteuers entdeckten Dinge, die zuvor als unmöglich galten. Was verraten Mikrowellen und Geisterteilchen? Wir Menschen sind faszinierend. Wir nutzen jede nur erdenkliche Quelle, um mehr über unseren eigenen Ursprung, das Leben und den Kosmos herauszufinden. Getrieben von unzähligen Fragen und unserer Neugierde entdecken wir immer mehr. Wir entwickeln ständig neue Forschungsmethoden, um aus etlichen Informationsquellen neues Wissen zu ziehen. Zum Beispiel kosmische Mikrowellen. Sie sind Teil des kosmischen Mikrowellenhintergrundlichts, das als eine Art Nachglühen des Urknalls angesehen wird und den ganzen Raum durchdringt. Dieses Mikrowellenlicht ist ein stummer Zeuge der Geburt des Universums und damit ein entscheidendes Werkzeug für Astrophysiker, um die Entwicklung des Universums über Milliarden von Jahren hinweg zu verstehen. Das Licht, das wir heute als kosmischen Mikrowellenhintergrund sehen, begann seine Reise vor etwa 13,5 Milliarden Jahren, nur etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall, als das Universum endlich transparent genug wurde, um Licht durchzulassen. Es bietet eine fast unveränderte Momentaufnahme der damaligen Zeit und man könnte fast sagen, die damaligen Ereignisse sind für immer in dieser Strahlung eingefroren und sie warten darauf, dass wir sie entschlüsseln. Durch die sorgfältige Analyse dieses Lichts haben Wissenschaftler die großräumige Struktur des Universums kartiert, Variationen in der Temperatur und Dichte des frühen Kosmos identifiziert und unsere Theorien über Materie, Energie und die Dynamik des Universums verfeinert. Doch trotzdem liefert die Strahlung immer neue Informationsfelder, lässt Raum für verschiedene Interpretationen und überrascht uns. Zuletzt fanden Forscher in dieser Matrix des Universums Hinweise auf ein Vorgängeruniversum, aus dem unser eigener Kosmos entstanden sein könnte. Das könnte auch ein erster Hinweis auf das Multiversum sein, das die Dimension dessen, was wir kennen, noch einmal sprengen würde. Neutrinos sind eine weitere Informationsquelle, mit der wir ferne Ereignisse im Kosmos studieren. Sie werden oft als Geisterteilchen bezeichnet und auch sie sind eine weitere Quelle wertvoller Informationen. Diese winzigen, fast masselosen Teilchen interagieren kaum mit der normalen Materie, weshalb sie durch Planeten, Sterne und Galaxien hindurchgehen, ohne Spuren zu hinterlassen. Sie entstehen bei nuklearen Reaktionen in Sternen, bei Fusionen gigantischer schwarzer Löcher oder auch durch Supernova-Explosionen. Dann gehen sie in gewaltigen Mengen auf die Reise und erreichen irgendwann als kosmische Botschafter unsere noch recht neuen Detektoren. Die Neutrino-Forschung gehört zu den jüngsten Methoden, mit denen wir den Geheimnissen des Universums auf die Spur kommen wollen. Die neueste Entdeckung des James-Webb-Teleskops könnte das komplette Universum verändern. 6 sonderbare Lichterscheinungen stellen die Forscher derzeit vor ein unlösbares Rätsel.
Was zeigt uns das James-Webb-Teleskop hier wirklich? Forscher sagten zuerst, bei diesen geheimnisvollen Lichtsignalen handle es sich um Galaxien, doch inzwischen kamen Zweifel an diesen Theorien auf. Was sehen wir am Rande des beobachtbaren Universums tatsächlich? Sind dies die Spuren einer anderen Dimension, die uns beweist, dass unsere Welt ganz anders ist als gedacht? Und liefern diese Lichterscheinungen somit den ersten echten Beweis, dass unser Universum nur eines von vielen ist? Habt ihr euch beim Blick in den Nachthimmel schon mal gefragt, was ihr da wirklich seht? Vielleicht würdet ihr spontan sagen, ist doch klar, Sterne. Das stimmt, aber nur zum Teil. Denn ja, ihr seht das Licht von vielen tausend Sternen, ihr seht aber auch einige Galaxien, dazu helle Planeten wie Venus oder Jupiter und natürlich unseren Mond. Ihr seht aber auch in die Tiefe des Universums und ihr seht die Vergangenheit. Keiner dieser Sterne befindet sich heute noch real an den Orten, an denen ihr sie seht. Sie sind längst weitergewandert und ihr seht nur ihr Licht, das irgendwann in der Vergangenheit ausgesendet wurde. Licht braucht einige Jahre oder auch Millionen bis Milliarden Jahre, bis es bei uns im Umfeld der Erde ankommt. Ihr könnt am Nachthimmel zwei Sterne sehen, die euch wie Nachbarn vorkommen, doch tatsächlich kann der eine Stern ein sehr naher und eher leuchtschwacher sein und ein anderer Stern, der direkt neben ihm erscheint, kann hunderte Lichtjahre weiter entfernt sein. Er erscheint seinem vermeintlichen Nachbarn nur ähnlich, weil dieser Stern vielleicht viel leuchtstärker ist und somit ebenso viel Licht von ihm bei uns ankommt, obwohl er weiter weg ist. Es ist ein bisschen so, als würdet ihr von einem Schiff aus in weiter Distanz ein Inselarchipel sehen. Da können euch einige der Inseln aus der Ferne wie an einer Kette aufgereiht vorkommen und es erscheint vielleicht gar so, als könntet ihr mit ein paar Schwimmzügen von der einen Insel zur anderen gelangen. Doch wenn ihr näher kommt, seht ihr, dass zwischen den Inseln größere Distanzen liegen, als ihr dachtet, und dass die Distanzen schwimmend kaum zu überwinden wären. Macht euch das bewusst, wenn ihr in den Nachthimmel schaut. Vielleicht nehmt ihr dann plötzlich mehr räumliche Dimensionen des Universums wahr und der scheinbar zweidimensionale Teppich aus flackernden Lichtern wird zu einem erlebbaren Raum. Trotzdem dürft ihr dann nicht vergessen, dass ihr immer noch in die Vergangenheit schaut. Ihr schaut also in einen Abdruck des Lichtes und nicht in die Realität. Galaxien, so alt, dass sie das Universum sprengen? Es ist eine Kehrtwende, wie wir sie in der Wissenschaft seit einem Jahrhundert nicht mehr erlebt haben. Das James-Webb-Teleskop sprengt mit seiner ultrasensiblen Infrarottechnologie alles, was wir bisher an Beobachtungsmöglichkeiten für das Universum besaßen. Webb kann Licht detektieren, das so fein und dünn ist, dass unsere menschlichen Augen es niemals wahrnehmen könnte. Trotzdem kann auch dieses Wunderwerk der Technik nur Licht aufnehmen, das eine lange Zeit durch den Raum gereist ist. Das bedeutet, dass auch das Teleskop nur die Vergangenheit abbilden kann. Stellt euch noch einmal den räumlichen Nachthimmel vor. Ihr seht tausende Sterne, die alle unterschiedlich weit weg sind. Größere und weit entfernte Sterne können für unsere Augen näher erscheinen als leuchtschwache und nahe Sterne. Und wir wissen nicht genau, wo sich diese Lichtquellen heute befinden. Webb funktioniert ähnlich wie unsere Augen, nur sieht es die Lichtspuren von Sternen und Galaxien, die Milliarden Lichtjahre gereist sind. Ganz im Hintergrund des Bildes erscheinen auf diese Weise also Lichtquellen, die von uns aus gesehen sehr alt sind. Das erste Bild, das die NASA im Sommer 2022 nach Webbs Start veröffentlichte, war ein Tiefenbild des Universums. Hier erkennen wir die Technik und auch die Effekte der Lichtreise noch einmal sehr schön. Um diese Brillanz zu erreichen, belichten die Forscher einen im Vordergrund nahezu leeren Bereich des Universums. Über Stunden hinweg sammelt das Teleskop dann feinste Lichtspuren aus dem Hintergrund dieses Areals. Würden wir dorthin sehen, wo dieses Bild aufgenommen wurde, würden wir wahrscheinlich einfach nur einen dunklen Nachthimmel mit auffallend wenigen oder gar keinen Sternen sehen. Doch durch das Fehlen der Störquellen im Vordergrund werden die ältesten Objekte im Hintergrund sichtbar. In diesem Fall sind das die orange oder rötlich erscheinenden Lichtquellen. Die Farben kommen durch einen Effekt zustande, den Wissenschaftler Rotverschiebung nennen. Durch die lange Reise durch Zeit und Raum wird das Licht ins Rötliche verschoben. Die Rotverschiebung entsteht tatsächlich auch, weil sich die Quellen, die das Licht vor so langer Zeit ausgesandt haben, aufgrund der Expansion des Universums zusätzlich räumlich von uns wegbewegt haben.
Die Rate der Rotverschiebung ist also ein perfekter Hinweis, wie weit weg ein Objekt tatsächlich ist und wie lange das Licht zu uns unterwegs war. Wissenschaftler nutzen den Effekt, um das Alter der Lichtquellen zu bestimmen, und im Fall dieses Tiefenbildes von Webb kam es dabei zu einigen Überraschungen. Die erste bestätigte Lichtquelle, die vermutlich eine Galaxie ist, war ein Objekt mit 11Z. Da sind wir bei einem Alter von 13,5 Milliarden Jahren. Folglich hat diese Lichtquelle bereits 300 Millionen Jahre nach dem Urknall existiert. Und hier haben wir das Problem. In dieser Epoche des Universums dürfte es eigentlich noch gar keine Lichtquellen dieser Art und Größe gegeben haben. Rein rechnerisch befinden wir uns hier in einer Zeit, in der sich höchstens erste Sterne und lose Sternengruppen gebildet haben. Webb analysierte dieses Licht aber und kam darauf, dass, wenn es sich um Galaxien handelt, diese bereits sehr massereich, leuchtstark und erstaunlich gut entwickelt waren, was absolut dagegen spricht, dass diese Galaxien zu den ersten im noch jungen Universum gehörten. Kurz später tauchte eine weitere ganze Galaxie auf, die es sogar auf einen Z-Wert von 13 bringt und damit nur 200 Millionen Jahre nach dem Urknall hell und perfekt geformt im Weltall leuchtete. Zu diesen schockierenden Entdeckungen gesellten sich dann aber noch weitere. In den Monaten nach den ersten Sensationsmeldungen rund um diese unmöglichen Galaxien und Brecher des Universums kursierten vor allem die Bilder von 6 Galaxienkandidaten in den Medien. Kandidaten heißen diese möglichen Galaxien deswegen, weil noch nicht 100%ig bestätigt werden konnte, dass dieses Licht tatsächlich von Galaxien ausgesendet wurde. Und hier kommen wir zum spannendsten Punkt. Denn wenn das keine Galaxien sind, was ist es dann? 6 Galaxien aus einem Spiegeluniversum. Es ist Fakt, dass wir bis heute nicht wissen, wie groß das Universum eigentlich ist und ob es eine Grenze hat. Wir haben bisher keine räumliche Grenze gefunden. Wir schauen etwa 46,5 Milliarden Lichtjahre in jede Richtung und überblicken somit einen Raum von rund 93 Milliarden Lichtjahren. Doch wie gesagt, wir sehen dabei immer auch in die Vergangenheit und nicht in die räumliche Realität. Eine Grenze ist dabei bisher nicht in Sicht gekommen und auch keine echten Hinweise darauf. Alle Theorien zu diesem Rand oder einer Grenze sind Vorstellungen oder Spekulationen. Nun dachten wir mit unserer Theorie von der Inflation des Weltalls und dem Urknall wenigstens einen zeitlichen Beginn gefunden zu haben, doch bei genauerer Betrachtung waren eben auch das nur Theorien und Spekulationen, die mathematisch und physikalisch Sinn ergaben, doch die echten Beweise fehlten. Die hätte Webb zumindest so weit erbringen sollen, als dass uns das neue Teleskop die ersten Epochen der Lichtwerdung im All hätte zeigen können. Doch statt erster dünner Lichtquellen und chaotischer Sternhaufen zeigt uns das Teleskop vermutlich perfekte und erstaunlich alt wirkende Galaxien. Seit diesen Entdeckungen brodelt es in der Wissenschaft. Die einen verkündeten das Ende der Urknalltheorie, andere behaupten, Galaxien seien dann eben viel schneller entstanden als bisher angenommen, und wieder andere legten völlig neue Berechnungen des Alters des Universums auf den Tisch. Besonders spannend wird es, wenn diese Lichtquellen als Hinweise auf Theorien der Quantenphysik gewertet werden. Dort ist das Multiversum nämlich längst eine unausweichliche Wahrheit und andere Dimensionen, Zeitüberlagerungen und die Variabilität von Realitäten sind quasi bewiesen. Kann es also sein, dass wir hier perfekte Galaxien sehen, weil wir eben nicht an den Beginn unseres Universums, sondern in eine Spiegeldimension schauen? Diese Idee ist wahrlich faszinierend und sie hat weiteren Zündstoff bekommen, als Forscher die Existenz von Schrödingers Galaxie oder CS 1749 verkündet haben. Bei Messungen zeigte diese Galaxie nämlich den unglaublichen Umstand, an 2 Positionen und zu 2 Zeiten gleichzeitig zu existieren, was doch sehr an exakt diese Eigenschaft der Quanten erinnert. Auch diese kleinsten Teilchen der Materie haben die Angewohnheit, sich zeitlich und räumlich nur dann festzulegen, wenn sie durch eine Messung festgelegt werden. Möglicherweise hat es den Urknall wirklich nie gegeben und statt eines zeitlichen Beginns finden wir an exakt dieser Schwelle den Übergang in eine Parallelwelt. Wir werden weitere Beobachtungen und Messungen brauchen, um das zu bestätigen, doch wir können uns sicher jetzt schon freuen, dass viele neue Umstände und bahnbrechende Sichtweisen auf ein ganz anderes Universum bevorstehen. 6 gigantische Quasare am Anfang der Zeit.
Dieses Teleskop ist fantastisch. Lasst uns einen Blick darauf werfen, wie das James-Webb-Teleskop unglaubliche Details aus Licht liest. Das Licht dieser sechs mysteriösen Lichtquellen erscheint uns winzig, verschwommen und auf den ersten Blick nichtssagend. Doch für Webb steckt das Licht voller Informationen. Selbst in der Quantenphysik ist Licht der Träger und Bote der Informationen im All. Irgendwann wurde dieses Licht von Objekten ausgesandt, die möglicherweise mehrere Millionen Sterne in sich vereinten. Und selbst über diese gewaltigen Distanzen sind die Informationen erhalten geblieben. Wir könnten diese mit unseren Augen aber niemals erkennen oder lesen. Doch Webb kann das. Ultrafeine Spektrometer zerlegen die Lichtsignale in ihre einzelnen Frequenzen und auf diese Weise kann das Teleskop dann Angaben zur Intensität der Lichtquelle, den vorhandenen Elementen und anderen wichtigen Aspekten liefern. Das ist absolut fantastisch, doch trotzdem kann Webb auf diese gewaltigen Distanzen nicht alle Details liefern. Es bleibt zum Beispiel unklar, ob es sich bei diesen Objekten wirklich um normale Galaxien handelt. Das immense Licht könnte nämlich auch von gigantischen schwarzen Löchern ausgesendet worden sein. In einigen aktiven galaktischen Zentren befinden sich schwarze Löcher und Quasare, die heller strahlen als eine ganze Galaxie. Das Licht kommt durch dort angesammelte Materie zustande, die durch die Kraft der schwarzen Löcher und der Quasare so erhitzt wird, dass sie heller strahlt als Millionen Sterne. Ist das also des Rätsels Lösung? Sind hier gar keine Galaxien zu sehen, sondern schwarze Löcher? Die Erklärung könnte plausibel sein, doch es bleibt ein kleines Problem. Denn auch Quasare und schwarze Löcher dieser gewaltigen Dimensionen hätte es am Beginn des Universums nicht geben dürfen. Nobelpreisträger David Gross sagt, wir haben keinen Konflikt oder ein Problem, es ist eine Krise. Seit Sommer 2022 hat es die Wissenschaft nicht mehr mit irgendwelchen neuen Entdeckungen oder Galaxien zu tun. Weltweit erleben Forscher eine Krise, wie sie niemals zuvor da war. Die neueste Entdeckung von James Webb könnte buchstäblich die gesamte Kosmologie verändern. Der theoretische Physiker und Nobelpreisträger David Gross bringt es auf den Punkt. Die Naturwissenschaft erlebt hier nicht ein wissenschaftliches Problem, sondern eine handfeste Krise, die alles umwerfen könnte. Doch was ist los mit unseren Wissenschaftlern? Seit James Webb die ersten Bilder des jungen Universums vorlegte, herrscht Chaos. Wissenschaftler sind verzweifelt, denn möglicherweise haben sie Halbwahrheiten als unumstößliche Tatsachen verkauft. Dutzende Theorien stehen jetzt auf dem Prüfstand. Müssen wir uns jetzt der unangenehmen Wahrheit stellen, fast 100 Jahre lang eine Irrlehre geglaubt zu haben? Gab es gar keinen Anfang des Universums? Stellt sich der Urknall jetzt als falsch heraus, müssen bald Milliarden von Schulbüchern weltweit neu geschrieben werden. Und die Auswirkungen betreffen nicht nur den Urknall selbst. Verbunden mit dieser elementaren Lehre könnten auch andere physikalische Konzepte plötzlich hinfällig sein. Dann ständen wir am Anfang einer komplett neuen Physik. Der Anfang der Krise. Halten wir nochmal fest, was seit Sommer 2022 passiert ist. James Webb, das bahnbrechende Weltraumteleskop, lieferte im Juli 2022 das erste Tiefenbild des Universums. Zu sehen sind hier die ältesten Galaxien, deren Licht Webb einfangen kann. Die orangenen Lichtflecken und die rötlichen sind die ältesten Lichtsignale. Wenige Tage nach der Veröffentlichung des Bildes verkündete ein Harvard-Forscher namens Rohan Naidu eine unglaubliche Entdeckung. Eine Galaxie mit einer Rotverschiebung von 13 Z. Das bedeutet nicht weniger, als dass diese Galaxie bereits 200 Millionen Jahre nach dem Urknall existiert hat. Da wir aber wissen, dass es Milliarden Jahre braucht, um Galaxien zu bilden, geht diese Rechnung nicht mehr auf. Das zweite Mysterium ist, dass diese Galaxien nicht nur ungewöhnlich weit entwickelt waren, sondern schon zu einer Zeit leuchteten, die Wissenschaftler als das dunkle Zeitalter bezeichnet haben, in dem es höchstens vereinzelt erste Sterne gab. Inzwischen sind fast 20 dieser sehr alten Galaxien bestätigt und Dutzende weitere könnten bestätigt werden. Forscher fanden weiter Hinweise auf mindestens 7 schwarze Löcher, die ebenfalls zu kurz nach dem Urknall existiert haben und viel zu groß sind, um junge schwarze Löcher zu sein. Das löste die größte Krise der modernen Kosmologie aus und momentan gibt es keine Antworten. Neben Zweifeln am Urknall selbst stehen außerdem die Idee der Expansion des Universums, alle Theorien zur Bildung erster Materie im Weltall, die Beobachtungen zur Rotverschiebung und Dutzende weitere auf dem Prüfstand.
Ist die Hubble-Konstante falsch? Wusstet ihr, dass fast alle Theorien zum Urknall auf einer einzigen Beobachtung basieren, die sich jetzt möglicherweise als falsch herausstellt? Edwin Hubble entdeckte in den 1920er Jahren, dass sich Galaxien mit einer Geschwindigkeit von uns wegbewegen, die proportional zu ihrer Entfernung ist. Seine Formel V gleich H0 mal dV gleich H0 mal d beschrieb genau diesen Effekt und damit waren die Hubble-Konstante und in dieser Folge auch die Vorstellung eines expandierenden Universums geboren. Der belgische Physiker Georges Lemaître kam dann auf die Idee, dass das Universum von einem einzigen Punkt ausging und zur Theorie vom Urknall waren es nur noch ein paar Schritte. Die Expansionsrate des Universums zeigt also an, wie schnell sich Galaxien voneinander entfernen. Später wurden die Ergebnisse Hubbles immer wieder überprüft und für richtig befunden. Mit der Entdeckung der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung tauchte dann ein neuer Beweis auf, denn auch die zeigt klare Muster einer Ausdehnung. Moderne Methoden wie die baryonische akustische Oszillation lieferten immer bessere Möglichkeiten, auch die großräumige Struktur des Universums zu untersuchen. Und hier kam es dann zu ersten Problemen. Aktuellere Messungen zeigten kleine, aber doch zu deutliche Unterschiede in der berechneten Hubble-Konstante. Je nachdem, welche Methode oder welches Objekt zur Messung verwendet wurde, tauchten immer weitere Unstimmigkeiten auf, die als Hubble-Spannung bekannt sind. Versuche, die Hubble-Spannung aufzulösen, sind bisher gescheitert, doch James Webbs neueste Entdeckungen könnten wichtige Hinweise sein. Stimmen unsere alten Theorien an der Basis nicht, ist es kein Wunder, dass sich bei den Messungen der größten Strukturen im Universum deutliche Unstimmigkeiten zeigen. Gibt es auch die dunkle Materie nicht? Es ist faszinierend, denn Probleme innerhalb des kosmologischen Standardmodells tauchten schon recht früh auf. Als der Schweizer Astronom Fritz Zwicky die Sonderbahnbewegungen innerhalb von Galaxien beobachtete, fiel ihm auf, dass die Bewegung der Sterne in den äußeren Regionen nicht zu den bekannten physikalischen Dynamiken im Inneren passen. Irgendeine Größe musste hier wirken, die noch nicht bekannt war. Das war die Geburtsstunde der Idee der dunklen Materie. Seitdem bauten Kosmologen und Astronomen das Bild vom Beginn, der Entwicklung und Funktionsweise des Universums mit einer dunklen Unbekannten auf. Dunkle Materie passte zwar ins Bild, doch sie blieb ein unbewiesenes Konstrukt. Bis heute gibt es keinerlei Beweise für ihre Existenz. Dunkle Materie soll für die Bildung der ersten Galaxien essentiell gewesen sein, weil sie als eine Art Kleber fungierte, der normale Materie anzog und zusammenhielt. Die Idee sah erste Ansammlungen von Staub und Gas vor, die sich als dunkle Materie-Halos zusammenrotteten. Die Gravitationswirkung dieser Halos sammelte immer mehr normale Materie in ihren Einflussbereichen. Innerhalb dieser dunklen Materie-Halos verdichtete sich dann die normale Materie weiter, kollabierte unter ihrer eigenen Gravitation und begann dann Sterne und letztendlich Galaxien zu bilden. Ohne die gravitative Klebewirkung der dunklen Materie wäre die normale Materie nicht in der Lage gewesen, sich in ausreichend hohen Dichten anzusammeln, um Sterne und Galaxien zu formen. Über größere Skalen betrachtet, soll die Verteilung von dunkler Materie ein kosmisches Netz bilden, innerhalb dem Halos von dunkler Materie wichtige Knotenpunkte sind. So werden massive Ansammlungen von Galaxien wie Cluster und Superhaufen erklärt. Dieses Netzwerk bestimmt zudem die großräumige Struktur des Universums, doch nun kommt es bei den Beobachtungen der großen Strukturen des Universums inzwischen auch zu immer mehr Unstimmigkeiten. Irgendetwas ist mit den alten Rechnungen und Theorien nicht in Ordnung und es scheint so, als wolle uns das Universum gerade an allen Ecken und Enden darauf hinweisen. Abschied auch von der dunklen Energie? Was, wenn auch dunkle Energie ein Fehlkonzept war? Sie wurde als treibende Kraft hinter der beschleunigten Expansion des Universums diskutiert. Messungen zeigten, dass sich das Universum seit 5 Milliarden Jahren schneller ausdehnt, was gemessen an den Prinzipien des Urknalls zunächst keinen Sinn ergab. Neben der beschleunigten Expansion des Universums wurden Hinweise auf die Existenz der dunklen Energie in Beobachtungen von Supernova und in der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung gefunden. Kurz könnten wir also sagen, dunkle Materie bindet durch Gravitation Galaxien zusammen, während dunkle Energie durch ihre abstoßende Wirkung das Universum beschleunigt und auseinandertreibt.
Doch auch die Existenz der dunklen Energie ist nicht bewiesen. Es gibt sogar kosmologische Konzepte, die den Kosmos ebenso weiträumig beschreiben können und dabei völlig ohne dunkle Materie und dunkle Energie auskommen. Das passiert zum Beispiel durch eine Modifikation einiger kosmischer Konstanten, wie es das Mondkonzept vorsieht. Mond kann zwar auch nicht den gesamten Kosmos beschreiben, doch immerhin so viele Teilabschnitte, dass alternative Erklärungen ernst genommen werden müssen. Seit James Webb zeigte, dass die alten Ideen falsch sein könnten, kommt den bisher weniger beachteten Theorien neue Aufmerksamkeit zu. Stellt euch vor, dunkle Materie und dunkle Energie verschwinden plötzlich aus der Physik, ebenso wie der Urknall. Was kommt dann? Wir wissen es momentan nicht. Welche alten Theorien jetzt aktuell werden und welche neuen Theorien wir in ein paar Monaten haben werden, ist derzeit komplett offen. Großräumige Struktur hinter Pandora-Galaxien-Cluster entdeckt. James Webb hat es gleich noch einmal getan. Im Frühjahr 2023 nahm Webb noch einmal ein Tiefenbild auf. Dieses Mal zeigt die Aufnahme den Pandora-Galaxien-Cluster. Hinter der Galaxienansammlung treten durch den Gravitationslinseneffekt wieder alte Galaxien und Sterne in den Vordergrund. An den Anblick sehr alter und eigentlich unmöglicher Galaxien haben sich Wissenschaftler bereits gewöhnt. Doch dieses Bild zeigte noch etwas anderes. Eine gigantische Struktur scheint sich hinter dem Cluster zu befinden. Stimmen erste Messungen, so ist diese Struktur so gewaltig, dass sie auf einen Galaxienhaufen hinweisen könnte. Nur ist die Sache auch hier, dass diese Struktur zu alt und zu groß ist, um in einem jungen Universum existiert zu haben. Damit haben wir also den nächsten Beweis, dass das Universum vor 13 oder 13,5 Milliarden Jahren ganz anders aussah, als Wissenschaftler das bisher mit ihren Modellen und Theorien vorausgesagt haben. Statt neuer Erklärungen bekamen die Forscher noch mehr neue Aufgaben zu lösen und möglicherweise werden wir bald von immer mehr sonderbaren Entdeckungen erfahren. Und wir müssen hoffen, dass sich langsam immer mehr Puzzlestückchen zeigen. Nur wenn wir so viele Daten wie möglich haben, können Wissenschaftler es überhaupt wagen, neue Thesen aufzustellen. Momentan ist die Webb-Mission noch zu jung, um voreilig zu neuen Schlüssen zu kommen. Einer, der sich hier als eine absolute Ausnahme ganz nach vorne wagt, ist Rajendra Gupta aus Ottawa in Kanada. Er stellte seine Theorie vom erweiterten kosmischen Zyklus 2023 vor und bekam dafür auch große Anerkennung von seinen Wissenschaftskollegen. Gupta zeigte auf, dass eine Kombination von dunkler Energie, modifizierter Gravitationstheorie und zyklischen Universumskonzepten ein ganz neues Alter des Universums möglich macht. Die Zahl von 26,8 Milliarden Jahren würde mehr Raum für die Entwicklung von Galaxien und Sternen zulassen und könnte erklären, wieso das Universum vor 13,5 Milliarden Jahren bereits gereift und weit entwickelt war. James Webb bekommt Verstärkung. Wir brauchen weitere Hinweise, um die Krise zu lösen. James Webbs Mission wird noch viele Jahre dauern, doch wahrscheinlich wird Webb alleine nicht dazu in der Lage sein, die kosmologische Krise zu lösen. Die ESA brachte 2023 das Weltraumteleskop Euclid in die Erdumlaufbahn. Euclids Aufgabe ist die perfekteste Kartierung des Universums aller Zeiten. Wissenschaftler erhoffen sich weitere Hinweise auf das Wirken und die Existenz von dunkler Materie und möglicherweise wird Euclid aus aktuellen Gründen auch genutzt, um alternative Theorien zu prüfen. Ab 2026 soll das Nancy Grace Roman Space Telescope kosmische Phänomene wie Supernovae beobachten und die kosmische Expansion genauestens vermessen. Mit dem Vera C. Rubin Observatory kommt ein weiteres technologisches Ass ins Rennen. Das erdgebundene Teleskop wird die großräumige Struktur des Universums genauestens durchleuchten. Forscher hoffen dadurch, mehr von der Bildung von Clustern, Superhaufen und der Aufgabe der kosmischen Filamente zu verstehen. Das Vera C. Rubin Observatory wird dafür gezielt auf die Suche nach Gravitationslinsen gehen. Das sind im Grunde alle extrem großen Objekte im Universum, die durch ihre Schwerkraft wie Lupengläser wirken. Standort des Teleskops wird der 2682 Meter hohe El Peñón-Gipfel im nördlichen Chile sein. 2024 soll die Sphere-X-Mission der NASA den gesamten Himmel in einem breiten Spektrum von Farben kartieren und dabei die Geschichte des Universums noch einmal erneut erforschen. Durch das Sammeln von Daten über kosmische Hintergründe könnte Sphere-X wichtige Beiträge zur Lösung der aktuellen Krise der Kosmologie leisten. Was ist eigentlich der am weitesten entfernte Punkt des Universums? Der Urknall? Der Rand des Universums? Oder ist es das Licht, das vom ersten Stern ausging?
Das James-Webb-Teleskop könnte jetzt den weitesten Punkt des beobachtbaren Universums erreicht haben. Diese Erkenntnis kam völlig unerwartet und wieder staunen wir über die unglaublichen Entdeckungen und neuen Dimensionen, die uns dieses Teleskop zeigt. Doch Wissenschaftler müssen jetzt der Wahrheit ins Auge sehen und sie sind ratlos. Die kürzlichen Entdeckungen mit dem James-Webb-Teleskop haben die Astronomie-Community mal wieder aufgewühlt. Diese neuen Erkenntnisse haben das Zeug, unser Verständnis des Universums noch einmal komplett zu revolutionieren. Das JWST hat nämlich möglicherweise den am weitesten entfernten Punkt des beobachtbaren Universums erreicht und uns Strukturen gezeigt, die nahezu unmöglich sind. Mithilfe des Gravitationslinseneffekts, bei dem Licht durch die Gravitation massereicher Objekte gebogen und verstärkt wird, hat das JWST 5 extrem dichte Protoglobularhaufen beobachtet. Diese Haufen befinden sich in der Cosmic Gems Arc Galaxie, die nur 460 Millionen Jahre nach dem Urknall existierte. Diese Entdeckung liefert uns jetzt einen unvergleichlichen Blick auf die früheste Phase der Sternentstehung im Universum. Noch überraschender ist allerdings die Entdeckung einer Galaxie, die nur 290 Millionen Jahre nach dem Urknall existierte. Diese Galaxie mit dem Namen Jades GSZ 14 ist der weiteste Punkt des beobachtbaren Universums und sie stellt die älteste jemals beobachtete Galaxie dar. Jades GSZ 14 ist außergewöhnlich hell, was darauf hindeutet, dass sie mehrere hundert Millionen Mal die Masse der Sonne hat. Es stellt sich also die Frage, wie das Universum in so kurzer Zeit nach dem Urknall so große und so helle Galaxien bilden konnte. Cosmic Gems Arc Galaxie. Was stimmt hier nicht? Einsteins allgemeine Relativitätstheorie erklärt, dass die Schwerkraft das Ergebnis der Krümmung der Raumzeit durch Materie und Energie ist. Diese gekrümmte Raumzeit bestimmt die Bahnen, denen Energie und Materie folgen. Licht, das normalerweise in einer geraden Linie verläuft, kann durch die Gravitationskraft massiver Objekte abgelenkt und verstärkt werden. Dieses Phänomen, bekannt als Gravitationslinseneffekt, ermöglicht es Astronomen, weit entfernte Objekte zu beobachten, die ansonsten zu schwach oder zu weit entfernt wären. Das JWST hat dieses Phänomen genutzt, um die Cosmic Gems Arc Galaxie zu beobachten. Diese Galaxie bekam ihren ungewöhnlichen Namen übrigens durch ihre optische Ähnlichkeit mit einem ganz feinen Halbmond. Ohne den Gravitationslinseneffekt wäre ihr Licht aber zu schwach gewesen, um mit aktuellen Technologien entdeckt zu werden. Hinweise auf die Galaxie lieferte bereits das alte Hubble-Teleskop, doch die Aufnahmen Hubbles waren zu unscharf. Das JWST nutzte jetzt seine NIRCam, um diese Entdeckung genauer zu untersuchen. Das Spektrometer, das insbesondere Infrarotstrahlung messen kann, zeigte, dass es sich bei dem diffusen Licht wirklich um eine eigene Galaxie handelt, die sehr klein und leuchtarm erscheint. Weitere Analysen sollen jetzt zeigen, wie diese Galaxie aufgebaut war und welche Art von Sternen und Elementen sich in ihr befanden. Als Gravitationslinse wirkte der vorgelagerte Galaxienhaufen SPTCLJ0615-5746, der selbst etwa 4 Milliarden Jahre alt ist und Tausende von Galaxien umfasst. Er erstreckt sich über mehrere Millionen Lichtjahre, wodurch klar wird, wieso dieser Haufen eine so immense Größe und Gravitationskraft besitzt. Gravitationslinsen sind generell ein Glücksfall der Wissenschaft. Dank ihnen können wir auch kleinere Objekte wie die Cosmic Gems Arc Galaxie studieren. Die Untersuchung dieser Galaxie ermöglicht es Astronomen jetzt, etwa 97% der kosmischen Gesamtzeit zurückzuschauen und damit sind wir etwa an dem Punkt, der die zeitliche Grenze des beobachtbaren Universums darstellt. Ihr müsst hier aber beachten, dass wir vom beobachtbaren Universum sprechen. Das bedeutet nicht, dass es da nicht noch mehr gibt. Um diese spannende Frage geht es momentan ja auch. Wie groß und wie alt ist das Universum eigentlich wirklich? Wir dachten, es sei 13,8 Milliarden Jahre alt, doch jetzt sehen wir Galaxien, die bereits 300 Millionen Jahre nach dem Urknall existiert haben. Das kann eigentlich nicht sein und wir müssen vermuten, dass das Universum viel älter oder sogar doch unendlich ist. Das würde bedeuten, dass wir noch eine ganze Menge zu entdecken haben. Was verraten die Protoglobularhaufen in Jades GSZ 14? Nur etwa 290 Millionen Jahre nach dem bisher angenommenen Urknall bildeten sich in der Galaxie Jades GSZ 14 sogenannte Protoglobularhaufen.
Diese Haufen gelten als Vorläufer der heutigen Kugelsternhaufen, die aus Hunderttausenden von Sternen bestehen. Wissenschaftler erhoffen sich durch die Beobachtung von Protoglobularhaufen in dieser frühen Galaxie wertvolle Einblicke in die Bedingungen und Prozesse der Sternbildung zu dieser Epoche. Momentan zählt jeder Hinweis, wenn wir herausfinden wollen, was sich in dieser Galaxie und dieser Zeit wirklich abgespielt hat und ob diese Galaxien wirklich junge Galaxien sind. Die Haufen sind hochinteressant, denn sie entstanden aus dichten Gaswolken und begannen sehr schnell Sterne zu bilden. Das JWST nutzte also wieder seine NIRCam, um diese frühen Strukturen mit hoher Präzision zu beobachten und zu analysieren. In den spektroskopischen Untersuchungen konnten die Eigenschaften dieser Protoglobularhaufen bestimmt werden und dadurch haben wir wieder interessante neue Erkenntnisse über die Zusammensetzung und Entwicklung früher Sternhaufen. Die Untersuchung der Protoglobularhaufen in weit entfernten Galaxien könnte uns aber nicht nur helfen, herauszufinden, wie die ersten Strukturen im Universum entstanden sind, sondern sie können uns auch wertvolle Hinweise liefern, wie Materie allgemein entstanden ist. Haben wir das entschlüsselt, sind wir den Ursprüngen und dem Bauplan des Universums ein ganzes Stück näher. Forscher hoffen außerdem über die Verteilung und Dynamik der Protoglobularhaufen Hinweise auf die Verteilung der dunklen Materie in diesen frühen Galaxien zu finden. Dunkle Materie soll die Galaxienentwicklung maßgeblich beeinflusst haben und einen Großteil der Materie im Universum ausmachen. Wir wissen aber noch nicht genau, ob es sie wirklich gibt und wie ihre genauen physikalischen Eigenschaften sind. Zu guter Letzt sollen die Protoglobularhaufen innerhalb der Cosmic Gems Arc Galaxie neue Einblicke in die Epoche der Reionisation bieten. In dieser Zeit soll das Universum von neutralem Wasserstoff durchdrungen gewesen sein, der schließlich ionisiert wurde und das kosmische Morgengrauen einleitete. Gab es die kosmische Morgendämmerung gar nicht? Stellt euch ein unendliches Universum vor, in dem kann es unmöglich eine Morgendämmerung gegeben haben. Doch bisher war diese Vorstellung ein fester Teil unserer Kosmologie. Begeben wir uns gemeinsam auf eine Reise zu dieser theoretischen kosmischen Morgendämmerung. Wissenschaftler sehen diesen Zeitpunkt als eine entscheidende Phase in der kompletten Geschichte des Universums. Etwa 300 Millionen bis 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall fand der Übergang des Universums von einem undurchsichtigen Zustand zu einem durchsichtigen statt. Das dunkle All wurde noch von neutralem Wasserstoff dominiert. Es war wie eine neblige Suppe. Dann setzte durch die Bildung der ersten Sterne die Reionisation ein und es wurde Licht. Das Universum klärte sich durch die chemischen Prozesse und das Licht konnte sich frei ausbreiten. Diesen Zeitpunkt nennen die Forscher die kosmische Morgendämmerung. Die Zeit davor war undurchsichtig und da wir bisher nur sichtbares Licht mit unseren Teleskopen beobachten können, gab es kaum Hoffnung, dass wir jemals über die kosmische Morgendämmerung in die kosmische Nacht schauen könnten. Forscher stellten sich das Szenario vor der Reionisation so vor. Der Urknall war vor rund 13,8 Milliarden Jahren der Startschuss. Von der Sekunde 0 bis 20 Minuten nach dem Urknall fand die Urknall-Nukleosynthese statt. In diesen ersten Minuten nach dem Urknall war das Universum extrem heiß und dicht. In dieser Phase bildeten sich dann auch schon die ersten leichten Elemente, die hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium bestanden und einige Spuren von Lithium und Beryllium enthielten. Diese Phase endete, als das Universum sich so weit abgekühlt hatte, dass die Kernfusion innerhalb der extrem heißen Ursuppe aufhörte. Circa 370.000 Jahre nach dem Urknall folgte die Rekombinationsepoche und das Universum kühlte weiter ab, was zur Bildung neutraler Wasserstoffatome führte. Diese Epoche markiert den Zeitpunkt, an dem sich das Universum schon ein bisschen lichtete, da die Photonen nicht mehr ständig mit freien Elektronen kollidierten. Exakt durch diese Rekombination wurde die Strahlung erzeugt, die wir heute noch als kosmische Hintergrundstrahlung messen können. Das All war zu diesem Zeitpunkt immer noch dunkel, es gab keine Sterne und kein Licht. Das dunkle Zeitalter dauerte dann von ca. 370.000 bis 300 Millionen Jahren nach dem Urknall. In dieser Zeit war das Universum hauptsächlich von neutralem Wasserstoff und Helium gefüllt. Die Temperatur des Universums sank weiter und unter der Wirkung der Gravitation bildeten sich erste Strukturen. Die kosmische Morgendämmerung begann, als sich die ersten Sterne und Galaxien bildeten. Die ersten Sterne werden oft als Population 3 Sterne bezeichnet. Sie waren extrem massereich und kurzlebig. Sie produzierten große Mengen ultravioletten Lichts, das schließlich dann in der Lage war, den neutralen Wasserstoff zu ionisieren.
Mit der Ionisation des intergalaktischen Mediums breitete sich die Strahlung der ersten Sterne aus. Zunächst bildeten sich die ionisierten Blasen um die ersten Lichtquellen herum und mit der Zeit verschmolzen diese Blasen und das Universum wurde immer durchsichtiger. Die chemischen Prozesse während der Reionisation waren komplex. Die ionisierte Strahlung, die hauptsächlich im ultravioletten Bereich lag, hatte genügend Energie, um Elektronen aus den Wasserstoffatomen zu schlagen und sie zu ionisieren. Zusätzlich zu Wasserstoff wurde auch das im Universum frei verfügbare Helium ionisiert. Diese Vorgänge liefen allerdings auf ganz anderen Energieniveaus ab und hatten nicht denselben Effekt wie die Wasserstoffionisierung. War alles nur ein Traum? Soweit klingt alles ja ganz gut, doch wir haben ein Problem mit dieser Theorie. Seit den Entdeckungen des James-Webb-Teleskops wissen wir von Galaxien, die so weit entfernt sind, dass ihr Licht aus einer Zeit stammt, die weniger als 300 Millionen Jahre nach dem Urknall liegt. Eine dieser Galaxien ist wie gesagt Jade's GSZ-14. Es gibt aber noch weitere, wie Maisys Galaxie oder CERS 93316, die sehr alt sind. Sie alle haben eine Rotverschiebung von Z in etwa 14, was bedeutet, dass sie in einer Zeit existierten, die in das dunkle Zeitalter oder sogar davor zurückreicht. Diese Entdeckungen stellen unsere bisherigen kosmologischen Modelle aber auf den Kopf. Laut diesen Modellen sollten so massive und helle Galaxien zu diesem frühen Zeitpunkt im Universum noch nicht einmal existiert haben. Die Existenz dieser Galaxien bedeutet jetzt zwei Sachen. Entweder haben die Prozesse der Stern- und Galaxienbildung schneller und ganz anders stattgefunden als bisher angenommen, oder das Universum ist viel älter. Momentan haben Wissenschaftler also alle Hände voll zu tun, die aktuellen Entdeckungen mit den alten Theorien abzugleichen. Wo könnte der Fehler sein? Wie sind die alten Modelle überhaupt nach und nach entstanden? Wie kamen Forscher in den 1920ern und späteren Epochen überhaupt auf diese Konstrukte? Und sind die Methoden überhaupt richtig gewesen? Das alles ergibt einen spannenden Krimi der Wissenschaft und niemand weiß momentan, wie dieser Krimi ausgehen wird. Zitat Stephen Hawking: Die Steady-State-Theorie war das, was Karl Popper als eine gute wissenschaftliche Theorie bezeichnen würde. Sie machte eindeutige Vorhersagen, die durch Beobachtung bestätigt oder auch widerlegt werden konnten. Unglücklicherweise wurde sie widerlegt. Zitat Ende. Die Cambridge-Dozenten Fred Hoyle, Hermann Bondi und Thomas Gold erkannten nach einem launigen Filmeabend spontan, dass das Universum ewig sein muss. Diese neue Theorie hat die Art und Weise, wie wir über das Universum denken, für immer verändert. Materie ersetzt Materie, Zeit gibt es nicht und das Universum ist in einem ewigen, unveränderlichen Zustand. Wenn Hoyle, Bondi und Gold recht haben, was ist dann mit dem Urknall? Und vor allem, welcher Film hat die drei so sehr inspiriert, dass sie eine der am meisten diskutierten Thesen des 20. Jahrhunderts aufstellten? Was machen drei Cambridge-Dozenten für Astronomie und Astrophysik um die 30 an einem Samstagabend? Nein, sie unterhalten sich nicht über stellare Massen oder galaktische Nebel, sie schauen sich einen Horrorfilm an. Es war das Jahr 1945 und Dead of Night war der Renner in den Kinos. Der britische Horrorfilm besteht aus mehreren miteinander verbundenen Kurzgeschichten, die in eine interessante Rahmenhandlung eingebettet sind. Dead of Night beginnt mit einem Architekten namens Walter Craig, der in ein abgelegenes Landhaus eingeladen wird. Dort trifft er auf eine Gruppe von Menschen, die er eigentlich nicht kennt, und trotzdem kommen ihm die Leute sonderbar vertraut vor. Nach und nach erzählt jeder von ihnen eine unheimliche Geschichte, die sie erlebt haben. Die Geschichten beinhalten allesamt übernatürliche Ereignisse, wie zum Beispiel Geistererscheinungen, einen unheimlichen Spiegel, einen verfluchten Golfer und eine gruselige Bauchrednerpuppe. Die Rahmenhandlung verbindet diese Geschichte und endet mit einer überraschenden Wendung. Walter Craig wird klar, wieso er das alles irgendwie kennt. Er versteht, dass er alle diese Geschichten schon einmal erlebt hat, in seinen Träumen. Er erkennt, dass das gesamte Ereignis, das Treffen im Landhaus und die Erzählungen der Geschichten Teil eines Traums sind, den er immer wieder hat. Er hat also die ganze Zeit geträumt und die Geistergeschichten, die erzählt wurden, sind ein Teil dieses Traums. Als er sich dieser Erkenntnis bewusst wird, stellt sich heraus, dass die ganzen unheimlichen Ereignisse und Begegnungen in der Realität nicht stattgefunden haben. Das Ende des Films zeigt, wie Craig aus dem Traum aufwacht und die Realität sich wieder als normal darstellt. Trotzdem bleibt eine interessante Geschichte, denn der Film macht klar, wie Träume und Realität miteinander verschwimmen können.
so wie die Zuschauer nicht unterscheiden konnten, ob das Erlebte real war oder nur ein Produkt der Fantasie, könnte es auch uns gehen. Der Plot des Filmes lässt zudem offen, ob die Ereignisse im Landhaus tatsächlich eine andere Realitätsebene darstellen. Was hat dieser Film nun aber in den drei Dozenten aus Cambridge ausgelöst? Nach dem Film hatten alle drei Männer unabhängig voneinander das seltsame Gefühl, dass in dem Film mehr Wahrheit steckt als angenommen. Sie hatten spontane Visionen von einem unendlichen Universum und alles erschien ihnen total logisch. In den folgenden Monaten entstand dann ein Modell, das Universum zu erklären, das wir heute als Steady State Theory oder stetiges Zustandsmodell kennen. Steady State, ein Weltall ohne Veränderung. Es klingt verrückt, dass ausgerechnet ein Horrorfilm drei Top-Wissenschaftler dazu inspiriert hat, eine der am meisten diskutierten Theorien des 20. Jahrhunderts aufzustellen. Nach ihrem Kinoerlebnis waren sich die drei Freunde sicher, dass ältere Theorien richtig sind, nach denen das Universum durch einen ständigen Materiestrom aufrechterhalten wird und dass unser Universum möglicherweise nicht die einzige Dimension ist. Solche Ideen entstanden bereits 1918, als der amerikanische Physiker William Macmillan vorschlug, dass innerhalb des Universums ständig neue Materie entsteht und das Universum so in einem stabilen Zustand gehalten wird. In den 1920er Jahren schlug James Jeans vor, dass die Materie in Spiralnebeln entsteht und eigentlich aus anderen Dimensionen stammt. Selbst Albert Einstein griff die Idee kurzzeitig auf und veröffentlichte 1931 ein Manuskript, in dem er die Idee beschreibt, dass das Universum durch einen kontinuierlich entstehenden Materiestrom expandiert. Dann entwickelte sich die Physik aber in eine andere Richtung. Durch die Arbeiten Hubbles und Lemaitres setzte sich die Idee vom Urknall und der Expansion in Zeit und Raum durch. Fred Hoyle, Hermann Bondi und Thomas Gold schlugen dann 1948 die wohl stärkste Gegentheorie zum Urknallmodell vor. Das Steady-State-Universum. Diese Theorie besagt, dass das Universum weder einen Anfang noch ein Ende hat und dass neue Materie kontinuierlich entsteht. Die Expansion könnte demnach eine durch den Materiestrom ausgelöste optische Täuschung sein. Überschüssige Materie wird, wie wir heute wissen, zum Beispiel durch schwarze Löcher aus dem Universum herausgesaugt und möglicherweise von dort wieder in andere Dimensionen geleitet, wo sie erneuert wird. Von 1950 bis 1960 wurde die Steady-State-Theorie von vielen Wissenschaftlern heftig diskutiert und eine Zeit lang konkurrierte sie mit der Big-Bang-Theorie um die Vorherrschaft in der Kosmologie. Wurde die Theorie wirklich widerlegt? Greifen wir das Zitat von Stephen Hawking auf. Er sagte über die Steady-State-Theorie: Die Steady-State-Theorie war das, was Karl Popper als eine gute wissenschaftliche Theorie bezeichnen würde. Sie machte eindeutige Vorhersagen, die durch Beobachtung bestätigt oder auch widerlegt werden konnten. Unglücklicherweise wurde sie widerlegt. Hawking sah die Theorie also als widerlegt an. Grund dafür waren Beobachtungen, die Wissenschaftler ab den 1960er Jahren machten. Doch bevor wir uns diese Entdeckungen ansehen, schauen wir uns noch an, wer der im Zitat erwähnte Karl Popper war. Popper war ein österreichisch-ungarischer Philosoph und Mathematiker und einer der großen Denker des 20. Jahrhunderts. Er sagte vollkommen richtig, dass wissenschaftliche Theorien niemals endgültig bewiesen, sondern nur widerlegt werden können. Im Klartext bedeutet das, dass wissenschaftliche Theorien eben so lange Theorien bleiben, bis sie durch Wahrheiten abgelöst werden. Oder sie werden widerlegt. Dann gibt es eine Gegentheorie, die versucht, etwas anderes zu beweisen. Theorien bleiben es trotzdem. Genau vor diesem Problem steht unsere Wissenschaft gerade. Das Kartenhaus ihrer Theorien bricht durch reale Beobachtungen zusammen. Das Problem ist nach wie vor, dass uns die Beobachtungen noch lange nicht die Wahrheit liefern. Erst wenn alle Theorien nahtlos ineinandergreifen, sich harmonisch ergänzen und zu dem führen, was Albert Einstein die einheitliche Feldgleichung nannte, können wir davon ausgehen, die Wahrheit über das Universum herausgefunden zu haben. Doch zurück zu unseren drei Kinofans und ihrer Steady-State-Theorie. In den 60er Jahren wurde die Steady-State-Theorie durch mehrere Beobachtungen angeblich widerlegt. Radioastronomische Entdeckungen zeigten eine höhere Anzahl von Radioquellen und Quasaren in großen Entfernungen, was darauf hindeutet, dass das Universum nicht statisch ist, sondern sich verändert. 1965 entdeckten Arno Penzias und Robert Wilson die kosmische Hintergrundstrahlung, die seitdem als Überbleibsel des Urknalls gilt. Diese Entdeckung lieferte starke Beweise zugunsten der Big Bang Theory und widersprach der Annahme der Steady-State-Theorie, dass das Universum keine zeitliche Entwicklung hat.
Hier wurde aber nichts wirklich bewiesen. Es war lediglich so, dass es eben starke Theorien gab, die gegen die Steady-State-Idee sprachen. Schauen wir uns die Idee des zeitlich und räumlich unendlichen Universums an, so muss diese Idee schlussendlich aber auch nicht bedeuten, dass es innerhalb dieses Universums keine Bewegungen, Entwicklungen und Dynamiken gibt. Die Theorie besagt nur, dass der Raum, in dem das stattfindet, in gewisser Weise unendlich ist. Ihr könnt euch das wie einen See vorstellen, in den Wasser hinein und hinaus fließt, in dem es Dynamiken und Leben gibt, doch der See an sich ist ewig. Eine Dimension außerhalb von Zeit und Raum. Die Vorstellung allein ist verrückt, dass wir uns möglicherweise durch einen kleinen Wahrnehmungsfehler in einem Problem verheddert haben. Einige wissenschaftliche Theorien schlagen vor, dass Zeit und Raum Illusionen sind, die zu falschen wissenschaftlichen Annahmen führen. Aber wie kann das sein? Unsere Sinne und Messinstrumente sind darauf ausgelegt, Raum und Zeit zu erkennen und zu messen. Doch wenn diese Dimensionen eigentlich unendlich sind, könnten unsere Wahrnehmungen und die daraus abgeleiteten Theorien in die Irre führen. Das bedeutet, dass viele wissenschaftliche Annahmen, die auf der Grundlage von Raum und Zeit gemacht wurden, möglicherweise Irrtümer sind. Wir stehen hier also an einer heiklen Schwelle in der Wissenschaft. Das James-Webb-Teleskop ist ein 11 Milliarden Dollar teures Projekt, das uns eigentlich die ersten Galaxien des Universums zeigen sollte. Doch was sehen wir? Reihenweise Galaxien, die so hoch entwickelt sind, sowie Strukturen, die so gigantisch sind, dass sie unmöglich in einem Universum existiert haben können, das gerade einmal 200 bis 300 Millionen Jahre alt war. Auch wenn es derzeit nur wenige Wissenschaftler laut aussprechen oder zugeben wollen, diese Entdeckungen sprechen dafür, dass das Universum weit älter ist als bisher angenommen oder unendlich. Die Wissenschaft bewegt sich generell oft nur ungern. Zu lieb haben viele Forscher ihre alten Theorien gewonnen, um jetzt von ihnen abzulassen. Es scheint fast so, als verteidige eine Riege alter Männer vehement Theorien wie den Urknall und die Expansion, nur weil sie Angst haben, dass alles, woran sie ein Leben lang geglaubt haben, falsch ist. Es gibt aber auch die anderen, junge und aufgeschlossene Forscher, die mit Neugierde und Offenheit alle neuen Erkenntnisse begrüßen. Immerhin geht es in der Wissenschaft nicht ums Recht haben, sondern um die Wahrheit. Was, wenn die Steady-State-Theorie doch recht hat? Was derzeit kaum jemand weiß, ist, dass auch der kosmische Mikrowellenhintergrund schon lange angezweifelt wird. Nicht seine Existenz, aber der Ursprung und seine Bedeutung. Die einen sahen in der kosmischen Hintergrundstrahlung die Expansion, die von einem Punkt ausging. Forscher haben in der Strahlung aber sogar Hinweise auf Paralleluniversen gefunden und Sir Roger Penrose zog die Muster der Strahlung heran, um seine Idee vom zyklischen Universum zu untermauern. Das zeigt, dass die Strahlung Raum für viele Interpretationen und Sichtweisen liefert. Die Strahlung könnte auch mit dem anhaltenden Materiestrom zu tun haben und dieser Strom könnte wiederum erklären, warum das Universum in großen Maßstäben zunehmend inhomogen erscheint, was eigentlich nicht sein sollte. Wenn neue Materie ständig entsteht, könnte dies helfen, Ungleichmäßigkeiten der Materieverteilung im Universum zu erklären. Diese Inhomogenität ist eines der größten Rätsel der Forschung der Gegenwart. Stimmt die Urknalltheorie, müsste das Universum gleichmäßig, homogen und isotrop sein. Doch das Webb-Teleskop zeigt uns, dass das nicht stimmt. Einige moderne Theorien der Quantengravitation, wie die Schleifenquantengravitation, deuten darauf hin, dass Raum und Zeit quantisiert sein könnten. Quanten sind generell dafür bekannt, an mehreren Orten und zu mehreren Zeiten gleichzeitig zu existieren. Da sie die Bausteine unserer Welt sind, könnte das ein entscheidender Hinweis sein, dass Raum und Zeit doch keine so festen Größen sind, wie wir denken. Spinnen wir diesen Faden weiter, landen wir zwangsläufig beim Multiversum und das ist auf Quantenebene schon so gut wie bewiesen. Theorien, die die Existenz vieler Universen vorschlagen, sind teilweise mit der Steady-State-Theorie vereinbar. In einem Multiversum könnte unser Universum eine von vielen Blasen sein, die ständig entstehen und vergehen, was einen kontinuierlichen Zustand des Seins widerspiegeln könnte. Das würde die Idee unterstützen, dass es keine endgültige Schöpfung gibt, sondern einen ewigen Kreislauf von Universen. Und wenn du in den ewigen Kreislauf unserer Videos eintauchen möchtest, klick jetzt gerne auf Abonnieren und sei immer auf dem neuesten Stand. Bis bald!